In diesem Video erfährst du drei Tipps für mehr Selbstbewusstsein, die dir immer dann helfen, wenn du Hemmungen, Blockaden oder sonstige Situationen hast, in denen du dich gerade unsicher fühlst. Hallo ihr Lieben, hier ist der Michael von jetztselbstsicher.de. Wie kannst du mit deinem Selbstbewusstsein besser klarkommen? Und da gebe ich dir heute drei kurze Tipps mit, die damit zu tun haben, dass wir normalerweise unsere Emotionen vollkommen verkehrt wahrnehmen. Wir merken, da ist irgendetwas, geben dem Ganzen ein Etikett, Unsicherheit, Angst, Lampenfieber, wie immer es in der einzelnen Situation ist. Und dann versuchen wir es zu vermeiden, versuchen zu fliehen und es möglichst zu ignorieren oder zu unterdrücken. Das funktioniert aber leider nicht, denn was wir unterdrücken, wird eher stärker als schwächer. Was können wir tun? Was kannst du tun? Der Tipp Nummer 1 ist, spüre mal wirklich in dich hinein in dieser Situation, welche Emotion spürst du an welcher Stelle. Beziehungsweise gib ihr keinen Namen, sondern achte erstmal drauf, wo im Körper spürst du diese Emotion. Das ist bei jedem anders. Es kann vom Magen bis rauf zum Kopf irgendwo in diesem Bereich sein. Dort spüren es die meisten. Wo spürst du es ganz genau? Ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, wie fühlt sich das an? Eben nicht nur einen Namen geben, sondern ist es ein Zerren, ein Drücken, ein Ziehen, eine Enge, eine Weite, ein Pulsieren? Was ist es genau bei dir? Denn da sind wir durchaus sehr individuell. Und der dritte Tipp ist, stell dir jetzt vor, du hast wie so ein Discjockey oder so ein Toningenieur so ein Pult vor dir mit lauter Reglern drauf. Und jetzt gehst du her und veränderst diese Emotion, dieses Gefühl der Emotion, sowohl vielleicht die Stelle, wo es ist, als auch die Intensität, als auch die Art. Du hast ja verschiedene Möglichkeiten und spielst jetzt an den Schiebereglern so lange, bis es für dich gut ist. Das heißt nicht unbedingt, dass sie total weg sein muss. Denn Emotionen haben ja immer auch einen gewissen Sinn. Das kann aber sein, dass du einfach so ein Stück weit runterregeln musst oder sie ein bisschen verändern, vielleicht von einer Enge mehr zu einer etwas öffnenden, von einem Druck mehr zu einem, was immer es ist bei dir. Und schon wirst du merken, du fühlst dich ganz anders dabei. Und du wirst dich damit einfach selbstsicherer fühlen. Alles Gute dabei. Also erstens, spüre deine Emotionen, ohne sie gleich zu benennen. Zweitens, spüre genau hin, statt wegzuspüren, wie stark die Emotion tatsächlich ist. Und drittens, regle sie mit deinen Reglern auf den Mischpult, so wie das für dich am besten sich anfühlt. Wenn dir die Tipps gefallen haben, abonniere den Kanal und lade dir ein kostenloses E-Book 5 Zaubertricks für mehr Selbstbewusstsein jetzt herunter.